Ein herzliches Hallo an dich zu Hause. Heute gibt es eine kleine Einheit, den Atem beobachten. Du brauchst keinerlei Hilfsmittel, du kannst überall mitmachen. Vielleicht hast du gerade eine stressige Situation hinter dir oder möchtest vor dem Schlafengehen noch ein wenig mehr zur Ruhe kommen. Dann probier es einfach aus und schau, was passiert. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Komm mit auf eine kleine Reise zu dir und zu deinem Atem. Nimm eine angenehme Position für dich ein. Vielleicht magst du sitzen, vielleicht möchtest du aber auch eine angenehme liegende Position einnehmen. Schau, dass es du dir so gemütlich wie möglich machst. Wenn du gut angekommen bist, dann geh mit der Aufmerksamkeit in deinen Körper. Nimm wahr, wie es sich anfühlt. Vielleicht möchtest du noch irgendetwas an deiner Position verändern oder benötigst noch ein Hilfsmittel. Dann komm mehr und mehr in der Bewegungslosigkeit an. Nimm deinen ganzen Körper wahr und nimm wahr, wie er auf der Erde aufliegt. Spür die Erde unter dir, die dich trägt und hält. Und so komme weiter zu deinem Atem. Wenn du magst, schließe gerne deine Augen. Löse dich gedanklich vom Alltag. Komm mehr und mehr zur Ruhe. Und beobachte deinen ganz natürlichen Atem, wie er im Moment fließt. Und nun wende dich deinem Atem etwas bewusster zu. Spür, wie er kommt und geht. Wie er durch die Nase einströmt und wieder ausströmt. Beobachte nur, ändere nichts an deinem Atem, lass ihn ganz natürlich fließen. Wo kannst du den Fluss deines Atems überall erspüren? In der Nase, im Mund- oder Rachenraum, in deinem Brustraum,
oder im Bauchraum. Einfach nur wahrnehmen, ohne irgendetwas zu bewerten. Fließt dein Atem schnell oder langsam? Atmest du eher viel oder wenig Luft ein? Fließt dein Atem regelmäßig oder eher unregelmäßig? Legt dein Atem eine Pause nach der Einatmung oder nach der Ausatmung ein? Es gibt hier kein Falsch oder Richtig. Spüre nur deinen ganz natürlichen Atemfluss, so wie er kommt und geht. Nimm deinen Atem an, so wie er gerade ist. Und wann immer Gedanken und Gefühle auftauchen, die dich von der Wahrnehmung deines Atems ablenken möchten, versuch auch sie einfach kommen und gehen zu lassen. Stell dir vor, du setzt deine Gedanken auf eine kleine weiße Wolke am blauen Himmel und lässt sie mit dem Klang, mit der Schwingung auf der Wolke davonfließen. Komme immer wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deiner Atembeobachtung. Wie fühlst du dich in dem Moment, wenn du einatmest? Und wie fühlst du dich in dem Moment, wenn du ausatmest? Ruhig, entspannt. Was passiert, wenn deine Gedanken abschweifen möchten? Wohin wollen sie gerne wandern? Ganz gleich wohin, führe sie einfach immer wieder zurück. Und beobachte deinen Atem, deinen ganz natürlichen Atemfluss, ohne einen Atemzug zu versäumen. Der Atem holt dich zurück ins Hier und Jetzt, in den Moment, in den Augenblick. Lerne ganz bewusst, dem Atem zu folgen und ihn so besser kennenzulernen. Und nun kannst du deinen Atem durch deine Vorstellung ein wenig beeinflussen und verändern. Stell dir vor, wie dein Atem in deiner Wahrnehmung immer feiner, weicher und langsamer wird. Er sollte sich aber immer noch angenehm anfühlen. Nimm wahr, wie lang dein Einatmen fließt und wie lang dein Ausatmen fließt. Stell dir vor, wie dein Atem immer leichter und immer müheloser fließt. Nimm wahr,
wie du zunehmend entspannter wirst. Dein Atem weicher, noch gleichmäßiger und länger fließt. Atme ganz sanft, leicht und mühelos, ganz ohne Anstrengung. Spür mit jeder Einatmung, wie sich deine Bauchdecke sanft nach außen hebt und mit jeder Ausatmung, wie sie wieder nach innen zurückschwingt. Einatmend dehnt sich dein Zwerchfell in den Bauchraum aus, massiert deine Organe. Ausatmend schwingt dein Zwerchfell wieder zurück. Vielleicht kannst du den Vorgang spüren. Einatmen Weite, Ausdehnung und ausatmen dein Zurückschwingen, eine Entspannung im ganzen Körper. Nimm wahr, ob nach der Ausatmung eine kleine Pause entsteht. Einen Moment Stille, einen Moment Ruhe, bevor der Einatmen ganz von alleine wieder in dich einströmt. Spür, wie er fließt. Hat sich dein Atem ein wenig verändert? Machen deine Gedanken. Spür, wie jeder Atemzug dich ein wenig mehr zu dir selbst in die Ruhe bringt. Deine Gedanken vielleicht etwas stiller werden. Deine Anspannung im Körper sinkt. Spür, wie du geatmet wirst. So nimm dir täglich Zeit, dem Atem für ein paar Minuten zu lauschen. Und spür die Veränderung, die sich im Atem zeigt. Nimm die Veränderung in deinem Körper wahr.
So, komm langsam wieder zurück. Wenn du möchtest, bewege langsam wieder deinen Körper. Mach kleine achtsame Bewegungen, recke und strecke dich. Und geh so mit einer Ruhe, mit einer Entspannung in den weiteren Tag. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Namaste.